Hallo Leute, grüß dich YouTube und herzlich willkommen zurück zu der Ameisenwelt. Ja, jetzt ist es ist Ende März, prinzipiell noch 2 Tage, bis wir in den April rübergehen. Ostern steht schon vor der Tür, das bedeutet, die Lasius Niger werden jetzt aus ihrer Winterruhe rauskommen und wie ich versprochen habe, werde ich das mit den Ameisen jetzt nochmal versuchen. Da leider letztens natürlich meine Mesobarbarus-Kolonie gestorben ist, wahrscheinlich weil ich der Königin nichts als schreckliche Umstände geboten habe ich jetzt vorgehabt, das Ganze mit den Lasius Niger nochmal zu probieren und vor allem viel informierter heranzugehen. So, die sind mittlerweile angekommen. Ich habe sie mir vor einem Tag hier in den Niederlanden bestellt und ich muss sagen, die kamen auch super an. Und die scheinen momentan recht happy zu sein. Ich habe sie sonst eigentlich die ganze Zeit zugedeckt. Hier seht ihr sie nochmal ein bisschen in, sagen wir, abgeschirmten Lichtverhältnissen. Und wie ihr sehen könnt, da haben wir ganz dick in der Mitte die Königin. Und um sie herum haben wir, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etwa. Etwa 7 Arbeiterinnen würde ich doch schätzen. So, die sind auch, naja, alle scheinbar am Leben. Und die sitzen, so wie ich das sehen kann, größtenteils auf den Kokons von einigen Ameisen. Also das sind, glaube ich, nochmal mindestens 10 Stück von Kokons, auf denen die drauf sitzen. Unter der Königin selber ist, glaube ich, sogar das ein oder andere Ei. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube, sie hat, als sie ankam, wirklich gerade welche gelegt. Ich weiß nicht, ob das eventuell damit zusammenhängen kann, dass sie da beim Transport Stress hatte und sie dann Eier legt. Das weiß bestimmt der ein oder andere von euch besser. So oder so, die scheint dann doch recht happy zu sein. Naja, jedenfalls ist sie nicht umgekippt bisher. So. Also ich will mal gucken, ob ich ein bisschen näher noch rankomme. Ich habe natürlich jetzt nicht die beste Kamera dafür gerade. Und wackelig will ich es auch nicht machen. Jetzt haben wir natürlich ganz viel Störung im Bild. Super. Und naja, das ist die jetzt. Sie ist im Reagenzglas. Sie hat Wasser da drin noch. Und prinzipiell ist das jetzt die neue Ameisenfamilie, die bei mir angekommen ist. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich darauf. Und ich hoffe vor allem, dass ich denen bessere Umstände bieten kann. Prinzipiell habe ich jetzt schon ein paar Fruchtfliegen testweise mal gefangen. Ich habe, um dir sozusagen ein bisschen was bieten zu können auch, ich denke, ich werde die, dadurch, dass die jetzt natürlich schon recht schnell umkippen, werde ich dann, wenn ich später ein paar Fruchtfliegen fange, versuchen, die eventuell kühl zu stellen, eventuell im Kühlschrank oder im Gefrierschrank. Sagt mir, was da eure Erfahrungen sind. Und ansonsten werde ich ein bisschen Honig und Wasser mischen, um denen dann sozusagen ja, die klassische Lösung bieten zu können. Ebenfalls natürlich sauberes Wasser daneben, dass sie beide sozusagen Wasser und ein bisschen Honigwasser zur Verfügung haben. Invertzucker zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit, denke ich. Das haben mir ein paar von euch vorgeschlagen. Wobei ich denke, die sollten auch so mit dem bisschen Honigwasser genügend an Nährstoffen bei sich haben dann. So. Was ich jetzt mache, ist, ich werde jetzt mal kurz die Kamera hier lösen. Einen Moment, wobei ich gehe erstmal mit dem Zoom raus. Seht ihr, wie das jetzt ganz aussieht? Der Stopfen ist noch drauf. Hier eine Menge von den offenen Kokons natürlich. Mal gucken, ob ich ein bisschen näher rangehen kann. Ja, jetzt bin ich sogar weiter rausgegangen natürlich. Hier seht ihr, sind nochmal ein bisschen seitlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, dann zeige ich euch mal, wie ich den Aufbau hier geplant hatte. So, ich bin umgezogen. Im Wohnzimmer bin ich jetzt nicht mehr mit den Ameisen. Ich denke, das sollte dann für die wärmer sein, auch wenn Lasius Niger natürlich weniger Hitze braucht oder wärmer als die Mesobarbarus. Die Sache ist bei mir, dadurch, dass es recht kühl ist, sollte ich dann hier, sagen wir, um die 20 Grad für die Arena jedenfalls haben. Fangen wir hier aber direkt in der Mitte an. Wie ihr seht, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Und mit eurer Hilfe habe ich mich für die Gipsfarm entschieden. Die ist von denselben Leuten, wo ich die Ameisen bestellt habe. Ihr seht, das ist ganz klassisch. Das ist ja der Gipsblock, den sie gegossen haben.
haben sie eingefasst, vorne und hinten prinzipiell mit einer Plexi-Scheibe. Ich muss schon sagen, die ist auf jeden Fall dicker als die ehemalige aus Spanien, wobei es hier an diesem Verschluss schon so ein bisschen bröckelt. Sieht das mal von oben. Jeweils seitlich haben wir so Öffnungen. Und alles in allem ist das sozusagen von der Form her recht symmetrisch. Prinzipiell werde ich dann halt gucken, wo ich die Öffnung aufmachen werde. Es ist aber dann am Ende auch recht egal. Zur Bewässerung ist das wohl recht einfach. Ich werde es jetzt mal probieren. Da soll ich da wohl mit einer kleinen hier Spritze mittig, ich ziehe mal näher ran, das hier füllen mit Wasser, selbstverständlich. Und da sehen wir, wie sich das jetzt durchzieht. Ich bin mal gespannt, wie viel Wasser ich brauchen werde, um damit sich das gut durchfeuchtet einmal. Aber ich schätze, wenn ich den einmal gut durchgezogen habe, das ist ja das Gute bei Gips, aber auch Ytong, dass die doch die Feuchtigkeit recht gut verteilen. Meine Sorge ist folgende. Ich hatte ja vor, dass ich sozusagen ein Hybridnest mache, prinzipiell dieses Nest hier mit einer Sand-Lehm-Mischung aufzufüllen, damit, gerade weil es richtig groß ist, ich möchte natürlich nicht, dass die Lasius niger von Anfang an das hier zumüllen und eventuell mir durch zu viel Stress Probleme kriegen, weil es zu groß ist, hatte ich das vor, sagen wir hier ab, sagen wir, ja, was sind das, 4/5 zu füllen mit Sand-Lehm, damit sie hier nur recht wenig Platz haben, sagen wir anderthalb Kammern sollen sie frei haben am Anfang. Den Rest sollen sie sich dann frei buddeln. Meine Sorge ist einfach, dass ich dann durch die Befeuchtung eventuell die Sand-Lehm-Mischung so anfeuchte, dass die zu stark zusammenpappt. Wenn da jemand von euch Erfahrung hat, immer her damit in den Kommentaren. Ich bin gespannt. So. Dann gehen wir direkt zum nächsten Teil, und zwar der Arena. Da war ich faul, klar, da hätte ich mir eine andere basteln können, aber ultimativ gab es die fast für Umme dabei, dadurch, dass ich das Nest geholt habe. Die ist auf jeden Fall um einiges größer und ein Einzelteil, was ich toll finde, weil hier werde ich dann auf jeden Fall, ist recht viel Platz, da werde ich dann genügend ja, Material reinstellen können. Auch ich habe vor, hier das ein bisschen mit Sand-Lehm aufzufüllen, etwa ja, kurz unter einem Zentimeter vielleicht oder wahrscheinlich gut was weniger, sagen wir mal sowas wie 7 mm habe ich vor. Und dann ein paar Ziersteinchen hinzulegen, vielleicht ein paar Äste, mal sehen. So, von oben seht ihr ja, das hat so eine Öffnung, eine Klappe, damit sollte das denen auch die Luftfeuchtigkeit, die soll ja für die Messer, nee. Lasius niger etwa bei normaler Raumfeuchtigkeit in Mitteleuropa und Nordeuropa halten. Also was waren das, etwa 50%, 60%? Das sollten sie hier in Arena eigentlich auf jeden Fall hinkriegen. Im Zweifelsfall kann ich hier auch noch zumachen, falls es den, also ich könnte das hier sozusagen zulassen, das sind sozusagen zwei Scheiben, damit ich die Feuchtigkeit besser drin halten kann oder das untere aufmachen, um es ein bisschen besser zu entlüften, je nachdem. Eventuell könnte ich hier sogar einen kleinen PC-Lüfter im Sommer drauflegen. So ganz langsam mit 100 RPM oder sowas. So, das Ganze verbinde ich natürlich mit einem Schlauch. Hier, den werde ich mir zurechtschneiden. Und mein Plan ist folgender. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich habe diesen, den Schlauch hier, den will ich Ihnen sagen, war, schneide ich hier ab etwa. Dann kommt ja dieses T-Stück dazwischen. Dann verbinde ich mit Restschlauch eine von den Reagenzgläsern hier, das ich vorhabe mit Wasser zu füllen und natürlich den Wattebäuschen, damit sie daraus trinken können. Die Idee, dass sie sozusagen auf dem Weg was hier sozusagen trinken können, größtenteils natürlich, dass ich die nicht in der Arena unbedingt mit Wasser versorgen muss, sondern hier auf dem Weg, weil ich mir vorstellen kann, dass es einfacher wird für mich, das hier abzuziehen und mit einem neuen Reagenzglas und frischem Wasser zu befüllen, anstatt dass ich hier den die Arena öffnen muss und die darin stören muss. Andererseits sind sie hier mitten auf dem Weg und könnten auch gestört werden. Ich bin noch am Überlegen. Das gleiche könnte ich natürlich mit dem zweiten Stück machen, um die zum Beispiel mit dem, sagen wir, Honigwasser zu versorgen. Das und der Rest, der wird dir natürlich unten dann mit der
mit dem Gipsnest verbunden. Das könnt ihr euch ja sicher denken. Eine Heizmatte habe ich mir ebenfalls besorgt. Hier. Warum? Ganz einfach. Bei mir in der Wohnung, gerade hier in dem Zimmer, sind es momentan immer noch, 18 Grad. Und ich denke, wenn das sich so im April so hält, dann will ich den vielleicht unter der Arena jedenfalls ein bisschen wärmere Gelegenheit bieten oder unter dem Nest, je nachdem. Wahrscheinlich eher unter der Arena, unter dem Nest scheint das ja nicht nötig zu sein. Und einige von euch haben ja sowieso gesagt, Wärmeplatte oder ist überhaupt nicht für Lasius Niger nötig. Gut, das kommt ja natürlich darauf an, wie warm es jeweils bei jemandem ist. Und das ist eine ganz schwache Wärmematte, das ist 2,5 Watt über die Fläche. Das wird das nicht mehr eigentlich als wahrscheinlich 2 Grad anheizen. So, jetzt haben wir sie hier nochmal in der Nahaufnahme. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mein Plan ist wie folgt. Ich werde sie jetzt anfangs wirklich in den Reagenzgläschen drin lassen, damit sie sich stabilisieren können. Ich habe nicht vor, die rauszuziehen und auf keinen Fall das zu machen, was mit dem Messer Barbaros passiert ist, dass ich die reingeschüttet habe. Das war natürlich nachträglich mit mehr Informationen, weiß man dann, ein absoluter Fehler. Und ich werde die jetzt hier drin behalten. Gucken, dass ich den eventuell mit der Spritze hier ein bisschen das Wasser nachfüllen kann. So viel ist das Wasser jetzt nicht, aber für die wenigen sollte es eigentlich reichen. Ich werde es gut abdecken, dunkel halten, dass sie sich hier ein bisschen vermehren können. Ich hätte jetzt eigentlich vor zu sehen, und das habe ich auch so im Ameisenforum und Ameisenwiki gesehen, gelesen, dass es doch ratsam wäre zu gucken, wenn sie so bei etwa, nach einem Monat, 2 Monaten vielleicht im Reagenzglas sich, sagen wir, aufgestockt haben, dass ich die dann anschließen würde und es denen dann überlasse, umzuziehen oder nicht. So, das ist der Stand der Dinge. Tag 0-0 sozusagen. Den Aufbau werde ich in den nächsten Tagen fertig machen, aber die Ameisen, die sind schon da. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, ich freue mich darüber, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, vor allem, wenn die konstruktiv sind. Und ich werde mich weiter natürlich mit dem Thema beschäftigen. Problem ist, man liest von einer Person immer die eine Sache und dann bei einer anderen Person was ganz anderes. Zum Beispiel als Thema Wärmematte, da sagen die einen, hol dir eine Wärmematte, die anderen sagen, nee. Die einen sagen, hol dir diese rote Folie, die anderen sagen, die rote Folie bringt eh nichts, die könntest trotzdem sozusagen durch das Licht gestört werden. Ich muss mich da, glaube ich, ein bisschen weiter einlesen nach wie vor auf den verschiedenen Seiten, um da selbst meine Meinung und, sagen wir, Versuche ausführen zu können. Ich werde auf jeden Fall mit mehr Geduld und Vorsicht herangehen, das verspreche ich euch. Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss!